Hey, hallo Leute, hier ist euer Marc von HetGelmeP und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren geilen, absoluten, spontanischen Let's Play Minecraft-Episode hier auf meinem Channel. Das letzte Video ist jetzt schon einige Zeit her und ich kann euch auch sagen, woran das liegt. Und zwar habe ich jetzt ja wieder seit Montag bin ich wieder im Betrieb und habe deswegen wieder weniger Zeit abends, irgendwas zu machen. Und deswegen wurde es da ein bisschen knapp und deswegen kam auch eine Zeit lang nichts. Und da ich sowieso ein bisschen, ich will nicht schon wieder rumheulen, aber da ich sowieso ein bisschen demotiviert bin im Moment, habe ich einfach gesagt, nee, mach's einfach mal nichts und ja, komm's erstmal wieder rein. Jetzt ist schon wieder Mittwoch, morgen ist Karneval, morgen spielt Köln verrückt. Dazu aber später noch mehr. Und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr einer der wenigen Zuschauer seid. Und ja, ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Ich muss euch heute sehr, also für mich und für alle anderen Leute, die meine Videos herzlich gucken, eine sehr, sehr traurige Nachricht verkünden. ja, was ist denn diese traurige Nachricht? Wieso sollen wir denn alle traurig sein? Natürlich sollt ihr nicht traurig sein. Ha. Nein, es ist einfach folgende Story. Vielleicht weiß der eine oder andere, dass ich einen Root-Server besitze, beziehungsweise einen, ja, miete, einen V-Root-Server. Und dieser, ja, wie soll ich sagen, dieser wird bei einem Hoster gehostet, den ich jetzt hier nicht nennen möchte. Und ja, da gab es ein kleines Problem, nämlich gab es einen wunderbaren Raid-Fehler. Also ich weiß es nicht genau, was für ein Raid-Fehler, aber anscheinend gab es ein Problem mit dem Raid. Raid ist ein Festplattenzusammenschluss. Könnt ihr ja mal Wikipedien, also Wikipedien ist das Verb fürs Googlen, also Wikipedien, ne? Das ist ein Festplattenzusammenschluss und da gab es wohl einen kleinen Fehler. Frag mich nicht genau was, da habe ich jetzt nicht genau nachgefragt. Aber da ich ja sowieso beruflich in der Szene bin, weil verstehe ich das ja sowieso. Aber auf jeden Fall, das sollte jetzt nicht angeberisch klingen, das ist halt einfach so. Auf jeden Fall gab es einen kleinen Fehler und wenn ich Pech habe, sind all die Daten weg. Alle. So, das ist jetzt erstmal das Verkraften. Bedeutet also für euch, wovor müsst ihr euch jetzt Sorgen machen? Im Grunde genommen, Sorgen machen sollte ich erstmal vor gar nichts. Warte mal, ich muss mal eben hier mein Shader-Ding jetzt umstellen hier. Warte mal. Shaders Old Lighting. On. Wow. Really, Nigga? Aber der braucht aber lange dafür. Ja. Was bedeutet das für euch? Nun ja, bedeutet das für euch, kein Futurecraft mehr kommt in der alten Welt? Bedeutet das für euch, kein Lookup mehr kommt in der alten Welt? Diesmal liegt es nicht an uns, diesmal liegt es an keinem. Weil einige Leute ja immer unter meinem Video schreiben, dauert das Projekt jetzt mal länger als 5 Folgen. Wobei, kleiner Funfact nebenbei, meine Projekte wirklich meistens länger als 5 Folgen halten, aber gut, GG. Naja, auf jeden Fall, die Welt ist weg. Alle Welten sind weg von unseren Multiplayer-Projekten, alle. Mining Nations ist weg, komplett. Inklusive Serverdaten, inklusive Welt, inklusive alles. Unsere Webseiten sind weg. Und der Hoster war natürlich sehr, muss man sagen, ja, professionell und kompetent und hat natürlich kein haha Backup gemacht. Überraschung. Ja, nice, ne? Alle meine Daten weg. Finde ich super. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie geil ich jetzt immer meine Gedanken hatte und so. Es besteht nämlich noch eine minimale Chance, davon erfahre ich aber erst in den nächsten Tagen, ob die Daten doch wiederhergestellt werden konnten. Damit rechne ich aber ehrlich gesagt nicht mehr. Und jetzt suche ich einen neuen Server-Hoster, der das im gleichen Preissegment, die gleiche Leistung logischerweise bietet. Da muss man sagen, dass dieser Anbieter da sehr günstig war, aber halt auch relativ viel Ausfall hatte. Aber, ach, Mann, ich bin so abgelenkt, ey, wenn ich was richtig Geiles erzähle, okay, nicht so geil, dann bin ich die ganze Zeit abgelenkt hier, meine Fresse. So, auf jeden Fall war ich sehr zufrieden, aber jetzt möchte ich halt wechseln, weil das soll nicht nochmal vorkommen und ich mache mir da ehrlich gesagt noch Sorgen, dass sowas dann vorkommt. Und deswegen wechsle ich jetzt zu einem Hoster, der von sich aus ein Backup anbietet, mit Image und so weiter. Schwer zu erklären für Leute, die das jetzt noch nie gemacht haben. Ja, das ist halt jetzt erstmal, bin ich halt erstmal im Moment auf Suche und dann gucke ich mal so ein bisschen rum. Warum habe ich, Alter, guck mal, wie unkonzentriert ich gerade bin. Ich packe einfach das Eisen in die Dirt-Kiste. Alter, in die Dörte. Warte mal, wie viel brauche ich jetzt hier für ein Dingens? 1, 2, 6 brauche ich, okay.
Ach komm, da warten wir schnell mal ab hier. Währenddessen können wir ja schon mal unseren Balkon. Alter, voll geil. Guck mal, wir unseren Balkon gutachten hier. Look at this photograph. Look at this beauty. Oh, sheesh. Haben wir eigentlich was drin? Nee. Genau, und deswegen sind jetzt erstmal alle Welten weg. Futsch. Ja. Genau. Das musste man erstmal, also musste ich natürlich und meine TS-Community, by the way, der TS ist natürlich auch weg, verkraften. Und momentan hoste ich meinen Teamspeak bei Clemens Home Server. Ja, funktioniert. Ist natürlich umständlich so ein bisschen. Aber funktioniert auf jeden Fall als Ersatz. Ist super. Ja, und aus diesem Grund werdet ihr vorerst nichts mehr sehen. Ja, zumindest. Natürlich werdet ihr was sehen, aber halt nicht in den gewohnten Welten, weil die jetzt weg sind. Ja, das finde ich auch sehr schade. Ist halt so, ich kann es nicht ändern. Und warum sollte man sich über etwas aufregen, was man nicht ändern kann? Hat eine weise Person mal zu mir gesagt. Nein, die war nicht weiß. Oh Mann, Alter. Oh mein Gott. Ja, was kann ich noch erzählen? Genau. Karneval ist angesagt. Leute, Karneval. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Wisst ihr eigentlich, was Karneval in Köln bedeutet? Das werdet ihr noch erfahren. Glaubt mir, warte mal. Okay. Wer schon mal in Köln war, als Weiberfastnacht, also Donnerstag Weiberfastnacht ist, der wird mit Sicherheit wissen, was ich meine. Ja. Da ist die Stadt voll. Den ganzen Tag sind die Leute draußen auf der Straße, trinken zusammen, hören eine gölsche Musik, Karnevalsmusik und so. Wir sind schon ein komisches Volk, wir Kölner. Genau, deswegen habe ich auch freundlicherweise nur bis 11 Uhr Arbeit. Das ist geil. Aber ich habe mir Freitag nicht freigenommen, deswegen ist es natürlich auch egal. Na gut, war ein bisschen dumm von mir. Aber nee, ich wollte jetzt meine Urlaubstage nicht dafür ausgeben, weil ich sowieso nicht weggehen werde. Aus diesem Tag genieße ich einfach meinen Montag, weil Montag ist ja Rosenmontag und das ist Feiertag für uns. Ich weiß gar nicht, ob das in anderen Bundesländern auch ist. Bin ich mir gerade nicht sicher. Wahrscheinlich schon. Und auf jeden Fall habe ich deswegen am Montag schön frei, ein verlängertes Wochenende um einen Tag. Ist doch immerhin etwas, finde ich. Gar nicht mal so schlecht. Ja, genau. Das sind so die News der Woche. Ich weiß noch ganz genau, vor 2 Jahren, also es ist schon wieder 2 Jahre her, leck mich am Arsch. Oh, ich kriege jetzt voll die Retro-Gefühle. Pass auf, vor 2 Jahren war auch Karneval, logischerweise. Ja, und da lief halt noch Hexplay 1. Und Hexplay 1 war wirklich ein tolles Projekt, wo ich richtig viel Spaß hatte. Und ja, ich kann mich noch genau erinnern, da haben wir Karneval noch in der Schule gefeiert und so. Diese kleinen Karnevalsfeier halt, die wir da gemacht hatten. Dann kam ich nach Hause und habe erstmal eine schöne Folge Hexit aufgenommen. Das war so ein schönes Gefühl. Dann war ich, glaube ich, auch noch allein zu Hause, was natürlich noch geil ist, weil da kann ich schon rumschreien. Ja, war einfach geil. Ja, das war richtig klasse, war das. War ein schönes Karnevalsfest. Danach, die Tage waren auch sehr schön. Und deswegen erinnere ich mich gerne an die Zeit vor 2 Jahren. Wie das jetzt wird, weiß ich natürlich nicht. Weil, ja, was nützt mir das jetzt, ne? Warte mal, ich wollte mal eben gucken, wie das von draußen aussieht. Genau, und deswegen ist Karneval, oder beziehungsweise ist Köln am Donnerstag übelst voll. Und da wird man auch nichts machen können. Du wirst da mit dem Auto nicht durchkommen, normalerweise. Weil halt überall an den großen Plätzen voll ist wie die Hölle. Und den ganzen Tag läuft Karnevalsprogramm. Und ja, Aufzeichnungen, eventuell noch von den Vorjahren, wahrscheinlich auch live auf WDR. Das ist halt so das typische Karnevalsflair, was man ja dann hat an dem Tag. Das kann man eigentlich nicht leugnen. Da muss man. Und außerdem kommen natürlich alle auch verkleidet auf die Arbeit, in die Schule, alles sonst was. Ja, das sind so die besonderen Teile. Falls jetzt noch nicht einer so extrem erlebt hat, so ist das hier. Aber wir sind wahrscheinlich sowieso für einige Leute. Ich weiß, dass Karneval, natürlich. Ich bin jetzt nicht so dumm und denke, dass es nur hier in Köln gefeiert wird. Natürlich wird auch Karneval, aber wahrscheinlich ein bisschen anders vielleicht. Wobei gar nicht mal so anders. In anderen Städten und Regionen gefeiert. Das ist natürlich logisch. Da will ich auch gar nicht leugnen hier, ne? Ich möchte euch jetzt hier nicht sagen, dass die Kölner die ultimativen Karnevalsfeierer sind. Klar, es ist hier ein bisschen, ne? Ursprung sozusagen und so. Und geile Scheiße und so, aber ja. Ich will trotzdem nicht sagen, dass die anderen nicht schlecht sind. Außer Düsseldorfer. Die sind schlecht. Ja, das war eigentlich so die 2 Hauptthemen, die ich mit euch bereden wollte. Warum kam nichts?
Und wieso wird auch nichts kommen, was mit Multiplayer-Projekten zu tun hat? Und ja, ich möchte jetzt eigentlich, ich könnte eigentlich jedes Video aufs Neue anfangen mit der aktuellen Kanalsituation, weil ich die so scheiße. Warte mal, ja. Erstmal Fenster aufreißen, Junge. Hier wird es auf einmal so warm. Alter. Ja, weil ich die im Moment so scheiße finde. Und ich höre jetzt auch sofort auf, damit zu reden, weil das einfach nichts bringen würde, weil dann wieder Leute in die Kommentare schreiben. Zu Recht allerdings auch. Du redest ja die ganze Zeit nicht über nichts anderes, ja. Mach doch mal was draus. Nee, kann ich eben nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Wenn man schon die ganze Zeit so diese gewohnten Aufrufzahlen ist und dann so diese Kommentare gewohnt ist und dann auf einmal das mit der Zeit sich dann irgendwie so entwickelt, dass da nichts mehr kommt, dann ist das einfach komisch und einfach total schade. Und aus diesem Grund heule ich da die ganze Zeit rum und ja, bin mal gespannt, wie viele Leute das verstehen können. Das geheime Wort für die Folge, darauf haben mit Sicherheit alle gewartet, ist übrigens, weil ich gerade ein Glas in der Hand habe, ist Fensterputzer. Bindet das Wort in dem Kommentar schön ein und dann lasst mich wissen, was ihr so mit Fensterputzern anstellen würdet. Genau du, ja, du öffnest jetzt die Kommentarzeile oder auf deinem Smartphone scrollst du ein wenig runter, hältst das Smartphone natürlich im Quer, also nicht im Quer, sondern im Gegenteil, im Horizontalmodus. Dann minimiert sich das Video auf die rechte Seite, oder war was drin, scheiße. Und dann scrollst du ein bisschen runter und dann kannst du dort einen Kommentar eingeben. Und da musst du dann eingeben, ich war heute mit meinem Fensterputzer unterwegs. Oder irgendeine Scheiße, ja, die müsst... Lol, habt ihr das gesehen? Genau, also... Warte mal, muss ich nochmal ausprobieren. Lol, wie geil ist das denn, Alter? Wenn man genau dann Pause drückt. Ich glaube noch nicht mehr drüber, Alter. Kommen wir nochmal das Headgame Group PvP Texture Pack rein. Wir haben mal so eine... Als wir uns auf Gomme, haben wir uns mal auf Spaß für einen Monat Premium gekauft. Und dann, ja, haben wir dieses... PvP-Texture weggemacht hier mit Group Head Game. Das war so eine geile Zeit, Alter. Alter, ja. Und Assassin's Creed kommt bald wieder. Juhu. Freut euch. Yay. Toll. So, das Haus ist eigentlich fertig. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch aufs Dach tun könnte. Alter. Ja. Unspektakulär ist hell, aber von mir aus gar nicht mal so. Also ich finde es gar nicht mal so deplatziert. Wir haben halt nur halt jetzt eine Addition to unsere, wir haben wieder eine Addition zu unserer wunderbaren Dorfgemeinschaft hier. Das möchte ich natürlich auch fotografisch festhalten. Jetzt seht ihr, wann ich aufnehme. Hier könnt ihr immer schön entschlüsseln. 3.2.2016. Die Folge kommt sogar wahrscheinlich noch heute. Um 21.41 Uhr. Yeah. Geil. So, farmen wir eben noch schnell und dann war es das für die Folge. Das wird eine sehr kurze Folge dieses Mal. Habe ich ja die Fackel abgebaut. Okay. Look at this photograph. Da 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 da. Na 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 na. Okay, ich hör auf. So, warum das eine kurze Folge wird, kann ich euch gar nicht sagen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ja, ist halt einfach mal eine kurze, damit ihr heute noch schnell online kommen kann. Das ist doch mal eine gute Begründung. Ich weiß gar nicht, was ich noch für Projekte machen könnte jetzt in der Zeit, wo wir keine Multiplayer-Sachen zur Verfügung haben. Das ist echt schade. Aber da muss man halt mal durch. Und man kann es vor allem auch, hört ihr mich noch? Man kann es vor allem auch nicht ändern und das ist das... was mich am meisten nervt. So, der Timer ist abgelaufen. Den Rest werde ich jetzt hier mal schön offscreen machen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Falls du zugeschaut hast, danke ich dir natürlich recht herzlich dafür. Und wir sehen uns. Euer Marc von ChatGameLP. Tschüss.